So, er zieht durch und es wird ein Inform-Workout. Inform-Workout, Freunde. Wir haben einen Engländer. Wir haben einen Innenverteidiger. Wir haben die Ikone, Freunde! Die ersten Player-Picks sind am Start. Marvin, hau sie raus, wie gesagt. Ah ja. Oh, immer das Gegenteil von mir nehmen. Ja, ich würde Martinez sowieso nehmen. Die Werte sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus von dem. Ist mal ein leichter Start, aber wie gesagt, könnte natürlich noch einiges Sickes drin sein, dieses Mädchen in EC. Boah, der würde schon klar gehen. Alonso 84. Schade, Brudi. 2,84er. Ist aber mal für den Anfang, es wäre, also die anderen Spiele, die du gesehen hast, hätte definitiv schlechter laufen können. Aber wie gesagt, ich würde sagen, ab zu den Packs und da drückt man natürlich ordentlich die Daumen, oder? Und wir fangen jetzt mal an, einfach mit den ersten Rewards. Wir fangen jetzt mal mit der rechten Seite an, letztes Mal mit der linken Seite. Auf geht's, meine Lieben! Und den pusht ich Smiley in die Kommentare, wer ihn hat von euch. So, ich denke mal, Martinez wird es bei dir sein, Dominik. Ja, viel Glück, Dominik, auf jeden Fall. Und wirklich absolut cooler Move. Und danke nochmal für den Raid. Ich nehme ihn jetzt mal, weil ich mir denke, du würdest Martinez bevorzugen und nicht den 78er. Und jetzt hoffen wir mal, wie gesagt, auf etwas Großes in dem letzten Pick. Auf 3, 2, 1, let's go! Eieieiei, das ist ja mal sehr belastend. Dominik, du müsstest mir mal kurz schreiben, wen ich dir da nehmen darf, weil die extrem unangenehm aussehen. Dominik, push mal schnell durch. Stark, Dominik, ja. Ah, okay. Dominik übernimmt, passt. Wie ist dein PSN-Name? Ausrufezeichen PSN in die Kommentare. Dann könnt ihr mir eine Freundschaftsanfrage schicken und dann läuft das. Dann könnt ihr auch, wie gesagt, beim nächsten Mal mit eure Rewards ziehen. Denn, wie gesagt, wir prämieren den wertvollsten Spieler auf dem Leaderboard. Der erste bekommt mindestens 20 oder PSN. Außer es wird sehr groß, dann werden wir die ersten drei Plätze beglücken. Und jetzt zieht durch. Oh, das ist Walkout, Freunde. Und es war Italien. Innenverteidiger. Und es ist eine Scream-Karte. 86er Romagnoli, nice, GG, Bruder, GG, 81 Pace, 87 Defense, 81 Physis, 82 Pass, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sehr geil, Animationen finde ich so gelungen, ist überkrass geil, finde ich so, so heftig, nice. Zweimal Venera gerade gezogen, in Control, nice, also läuft. So, meine Lieben, oh, Walkout. Wir haben Belgien, wir haben einen Torwart. Oh, wir haben Courtois, ah, meine Freunde, 88. GG, Dominik. G fucking G, Bruder. Oh, das sieht gut aus. Und es ist ein Walkout, Freunde. Und es ist ein Walkout. Deutschland, Innenverteidiger. Mats Hummels in Form. GG, 88er. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist Mats Hummels und Leno nochmal mit dem Pack? Joa, ich würde sagen, sehr, sehr nettes Ding. Okay, nicht so viel. 45k. Der King of FIFA, servus an den gerade Different Rivals Rewards, Stühle, CL Kroos und Fernandinho. Bruder, warum siehst du sie nicht bei uns im Stream, Digga? Warum siehst du sie nicht bei uns im Stream? Wir haben es zuvor noch mit Parejo angesprochen, die absolute Pace-Maschine, Kapi Wapi. Habt ihr einen Screen geschickt, kannst du mir mal bitte gucken über PSN. Ja, wenn dann nach den Rewards, Digi. Lololol, ja. Push dich, definitiv. Gerrit, ich liebe dich. Ah ja. Auf geht's. Aber ist zumindest, also es gibt definitiv schlechtere. Bis auf die Pace sieht die Karte ja gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, bis auf die Karte. Ah, bis auf die Pace. Kapi. Ruf 4, 6 und 8. Ja, würde ich so mal sagen, gehen, die sind in Ordnung. Ja, gibt's natürlich besser, Brudi, brauchen wir nicht diskutieren. Aber ich würde sagen, 86 und 87er gehen klar. Ah ja, ich kausi. Jungs, ein Pack, ihr wisst es, ein Pack kann in FIFA alles verändern. Jeder weiß es, jeder weiß es. Der Big Win steckt in jedem Pack. Ob es ein kleines ist oder ein großes ist, ist völlig egal. Wenn EA gönnt, Freunde, ihr wisst,
dann können 5 Millionen Coins in einem Pack drinnen sein mit einem Spieler ohne Probleme. Das darf man nicht vergessen. A few moments later. So, er zieht durch und wir haben Inform-Workout. Inform-Workout, Freunde. Wir haben einen Engländer, wir haben einen Innenverteidiger. Wir haben die Ikone, Freunde! Wir haben Ferdinand! Bruder, ich hab's dir gesagt! Ein Pack kann alles verändern! Woo! Es war so weiß, ich dachte, es ist eine Inform. Und wir haben die erste Ikone im Reward-Stream. GG, Kausi! G! Fucking G, Bruder! Wow! Und der ist auch noch was wert, Jungs! Und der ist auch noch was wert! Und vor allen Dingen das Allerwichtigste, es ist spielbar! Jawohl! Nice! Und jetzt bitte mal die Kommentare für das Ikönchen! Bruder, es ist dir so gegönnt, mein Freund! Wirklich, wow! Moin, Jungs! Ich hab's gesagt! Live-Call, ein Pack, alles, alles vorbei. Was ist der Wert? Ich glaube, 700k müsste der rum sein, oder? GG! Nice! Also wirklich richtig geiler Pool, Bruder. Ich schreibe jetzt mal den Kausi aufs Leaderboard. Und ihr seht es, ein Pack kann alles verändern, Freunde. Geil! GG, absolut richtig krass, Digga. Was ist er wert, Freunde? 788k. Frech. Und wir haben noch einen 84er Mandzukic auch noch mit dabei. Wow. Sehr geil. Oh, der sieht wieder gut aus. Und es wird wieder ein Walkout. Frankreich. Mittelstürmer. Benzema. Bruder, jetzt haust es ja aber raus. Wow. Benzema, Freunde. Hey, jetzt wird mir fast ein bisschen Angst, Digga. Jetzt, oh, 84er nochmal. Jetzt geht aber los. So, wir haben Gold 3 abgeschlossen. Mit den Rewards vom Flio. Da bin ich jetzt wirklich mal wieder gespannt auf die Player Picks. Der erste Player Pick. Marco Alonso 84. Gönn, EA, gönn. Auf geht's. Di Maria 87, GG. Also bis auf die verheerende Pace von Marco Alonso ist die Karte eigentlich wirklich sehr gut. Würde ich vielleicht so als Sub, als Sechser bringen. Aber Di Maria sieht schmackhaft aus. GG. Da muss man wirklich sagen, Kopf nach oben und durchziehen. Jeder, der sowas hat und so eine schwere Sportverletzung hat, da muss man echt heftig durch. Der zieht durch, Freunde. Und es wird ein Walkout, Freunde. Und es wird ein Walkout. Maresch wahrscheinlich. Rechter Flügel. Maresch, Freunde. Maresch. GG, aber es ist ein 84er und wird als Walkout deklariert. Sehr, sehr schwierig. Aber es, habt ihr es gesehen? Es war ein blaues Licht und es war ein goldenes Licht dahinter. Ich will jetzt keine Vermutung hier anstoßen, aber ich denke, dahinter ist noch ein Walkout, der eine Goldkarte besitzt. Maximilian Weiser, wie du so ein Kuncher, wann ist deine Rewards, Digga? So, jetzt bin ich wirklich gespannt. Nein. Dann habe ich mich getäuscht. Also, es hat wirklich so ausgesehen. Aber Maresch ist auf jeden Fall ein nicer Pull, den nehmen wir mit. Ich liebe den 24.10. sein, oder? Ja, Bruder, ja, kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. I got you, bruh. Oh, der zieht durch, Freunde. Und es ist ein Walkout. Come on. Wir haben Argentinien. Wir haben einen Stürmer. Ah, Mann, du. Ich hätte schon gedacht, vielleicht nochmal hier so. Auf entspannt so eine Scream Aguero wäre schon mal eine Mille wert. Aber Martinez 84 nehmen wir natürlich auch mit. Kaschi ist sehr geil. Marcel, ja, leider. Wenn es nicht umsonst wäre, dann würde ich bezahlen. Ja, krass eigentlich, dass umsonst. Oh, wir haben einen Walkout, Freunde. England, rechter Flügel. Mr. Sterling 88. GG, nice. Sehr, sehr schön. Freut mich. Sehr, sehr cool. Hier. Oh, zieh mich mal rein, Digga. Geil. Pandemie ist da. Freut mich. GG. Wirklich. Absolut schöne Karte. Immobile 86 auch noch mit Amstisler.
Aber untrade, aber trotzdem richtig sickes Pay. Richtig sickes Pay. Oh ja. Er zieht durch. Walkout, Freunde. Walkout. Frankreich. Torwart. Hugo Lloris, 88. Welcome, brother. Nice. Gold 1. Da bin ich schon mal gespannt. 50.000 Münzner. 2000 Qualifikationspunkte natürlich. Auf den Nacken. Dein Bauchgefühl, Bruder. Ansonsten. Meine Herren, du. Also, wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, das Spiel Gold 1 der Mann und muss dich doch mal jetzt belohnen dafür. Come on! Rufi 86. Wahnsinn. EA muss jetzt ordentlich mal gönnen. Also, in den Packs von dir, Bruder, muss es komplett eskalieren. Denn sonst kann ich das nicht mehr nachvollziehen.